So, in diesem Video möchte ich noch mal jetzt kurz mal ein kleines Beispiel geben, was jetzt eigentlich hier alles genau passiert ist. Wir hatten im vorherigen Video ja die totale Differenzierbarkeit definiert, also was das ist. Das sah dann ja ziemlich genau so aus. Ja, das war also diese Definition für totale Differenzierbarkeit. Und jetzt möchte ich noch mal ein bisschen an diesem einfachen Beispiel von einer Funktion, die von r Quadrat nach r funktioniert. Also nach R hoch 1 funktioniert, irgendwie erklären, was eigentlich jetzt genau los ist, was ist da eigentlich passiert jetzt. Ja, wo sind diese Dinge jetzt? Wir hatten ja die Idee, ja, dass wenn man solche Punkte hier sich raussucht, ja, dass man also hier sagt, okay, ich habe hier also einen bestimmten Punkt, der mich interessiert, ich möchte hier irgendwas anschmiegen, ja, oder hier diese beiden Punkte, ja, dann wäre das, was man anschmiegen kann oder vernünftigerweise anschmiegen würde in dieser Relieffunktion, eine Tangent, also eine Ebene sein, die man durch diesen Punkt gehen lässt und an diesem Funktionsrelief anschmiegt. Ja, und wir hatten in der Definition aber auch gesehen, dass das im Prinzip diese Tangentenfunktion ist. Also diese Tangente für den Vektor a ist Abhängigkeit von x eben halt genau dieser Wert f von Vektor a, ja, plus a mal und dann x minus a in Klammern. Ja, das hier war ja ein R hoch L, das hier ist ein R hoch N mit der Matrix, die eine L kroß N Matrix ist das Ganze wieder ein R hoch L. Ja, so unser Beispiel hier ist natürlich hier, dass man n eben halt genau 2 und das ist man L. Ja, also unsere Tangente wäre wieder die Tangente an der Stelle x wäre dann wieder eine einfache Zahl. Deswegen sehen wir hier eben halt auch einen bestimmten Wert. Ja? Also das ist ja eine Funktion, die auch von r Quadrat nach r arbeitet, diese Tangentenfunktion. Ich nehme also zwei Werte und kriege dann die Höhe dieser Ebene, ja, die daran geschmiegt worden ist. So, und was ich jetzt nochmal erklären wollte, ist, wie jetzt diese Komponenten überhaupt zueinander stehen. Ja, also, wenn ich mir das hier ausrechne, dann habe ich doch dann Folgendes, das ist also f von a plus a mal Vektor x minus groß a mal Vektor a. Ja, und das kann ich natürlich umstellen zu a mal Vektor x plus f von Vektor a minus Matrix A mal Vektor A. So, und als Kenner oder Kennerin der linearen Algebra wissen Sie, oh, das hier, das ist genau dieser lineare Anteil. Das ist also das, was man in der linearen Algebra als lineare Funktion bezeichnen würde. Das ist Matrix A mal Vektor X, das ergibt eine lineare Funktion. Das ist also in diesem Fall eine, weil es eine 1 kreuz 2 Matrix ist, eine Ebene, ja, und die aber immer durch den Nullpunkt geht. Jede lineare Funktion in der linearen Algebra geht immer durch den Ursprung. Ja, und das kann hier nicht unbedingt so der Fall sein. Wir wollen ja, dass sie auf jeden Fall hier durch diesen Punkt geht, weil wir das ja anspiegeln wollen. Und dann gibt es eben halt dann tatsächlich dann diesen anderen Anteil, der dafür sorgt, dass das eben halt genau durch diesen Punkt geht. Ja, der pinke Anteil hier sorgt dafür, dass diese Tangentenfunktion, die geht genau durch diesen Punkt. Warum? Weil wenn ich hier den wenn ich das mir hier anschaue und da den Vektor a einsetze, bleibt einfach nur noch f von a über und dann ist das klar. Gut. So, das ist also dafür, das sorgt dafür, dass es dann also eine affine Verschiebung ist. So nennt man das auch. Ja? Ja, affine Funktionen sind lineare Funktionen, die verschoben worden sind. Ja, oder die man verschieben darf, konstant verschieben darf. Dann nennt man das affin. So, und wir haben jetzt also hier etwas, was wir dann tatsächlich genau dann haben wollten. Ja? Diese Ebene wird beschrieben durch eine lineare Funktion. Ja? Und durch diese affine Verschiebung sorgen wir dafür, dass das Ganze, dass diese lineare Funktion, diese Ebene, nicht durch den Nullpunkt notwendigerweise geht, sondern eben halt auf jeden Fall genau durch diesen Punkt geht. Mehr wollten wir an dieser Stelle nicht. Ja? Und für unseren Spezialfall hier ist es eben halt tatsächlich so, wenn wir uns das hier anschauen, dann ist diese Tangente a
an der Stelle Vektor x, das ist ja ein zweidimensionaler Vektor, dann einfach eine Zahl f von Vektor a, das ist einfach eine Zahl. Das ist nichts anderes als die Höhe dieses Eiterpickels an dieser Stelle. Ja, plus, und jetzt kommt ja diese Matrix A und dann habe ich hier wieder zwei Vektoren, die ich voneinander abziehe. Ja, das hier ist in R² in unserem Falle und das hier ist einfach nur in R. Und das hier muss dann ja eine 1 Kreuz 2 Matrix sein. Das heißt, damit alles stimmt. Das heißt, diese Matrix A besteht aus irgendwelchen aus Zahlen und zwar aus genau 2. Ja, also habe ich irgendwie zum Beispiel Zahlen A1 und A2. Ja, und diese beiden Zahlen beschreiben die Ebene, wie sie im Raum liegt, ja, also die Ausrichtung dieser Ebene. Und mithilfe von dieser Verschiebung, dieser affinen Verschiebung, sorgen wir dafür, dass die richtig ausgerichtete Ebene tatsächlich durch den Punkt geht. Ja? Und die einzige Frage, die wir uns jetzt natürlich stellen, nachdem wir das alles so weit verstanden haben, ist, wie finde ich A1 und A2? Das möchte ich jetzt wissen. Ja, und das muss ich rauskriegen und das werden wir in den nächsten Videos tun.